Hallo und willkommen zurück beim höchstwahrscheinlich letzten Part von Kirby. Wir werden jetzt erstmal schauen, was uns erwartet. Okay. King Dedede direkt schon voller Action. Nehmen wir den Skarabeus, der ist am stärksten. Also finde ich. Das ist immer gut. Mach die Tür auf! Dass du so weit gekommen bist. Was bist du nur für ein zähes Kerlchen? Doch du wirst vor uns niederknien. Ich, Taranza, kann dich nicht Königin Sektonias Pläne durchkreuzen lassen. Lass mich raten, du bist hier, um den Helden der niederen Welt zu retten. Die Bewohner dieses Landes hielten sich für schlau. Sie dachten, dass sie die Traumranke zur Rettung ihrer Welt nutzen könnten. Doch ich durchschaute ihre Pläne. Aber nun bist du schon hier. Erhältst den großen Helden zurück. Er ist vielleicht etwas feindseliger, als du in Erinnerung hast. Oh oh. Okay, jetzt macht er einen auf Puppet Master. Nein. Das ging ein bisschen easy. Ah, ich wollte schon sagen. Alter, what? Wow. Wow. Pah! Wow, wow. Ach du Scheiße. Was bedeutet dies alles? Ich tat nur, was Ihre Majestät befahl. Die niedere Welt soll vor mir auf die Knie fallen. Kann es sein, bist du der wahre Held der niederen Welt? Oh nein, sollte dies wahr sein? Majestät, Eure Majestät, Sektonia! Oh wundervolle Sektonia, bitte kommt mir zur Hilfe. Warum? Bemitleidenswerter Taranza. Einen Narren, der Befehle nicht befolgen kann, brauche ich nicht.
Nun denn, Held der niederen Welt. Du würdest für dieses Land dein Leben riskieren. Du würdest mir die Stirn bieten, mir, der Herrscherin der Himmel. So sei es. Du wirst dich vor der großen Königin Sektonia beugen. Meine Schönheit ist einzigartig. Oh, meine Macht wird alles zerstören. Ja. Mit so wenig Leben, ey. Alter Falter. Das ist schon fast etwas zu easy. Oh oh. Wow. Das muss wohl richtig gesessen haben. What the fuck? Ja, und jetzt? Hä? Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Ja, was denn, hä? Komm her! Oh. Ich brauch Heal! Nein, da war ein Heal, da war ein Heal, da war ein verdammter Heal. Ah. Nein. Ernsthaft? Oh, den ganzen Kampf nochmal.
Rabam! Oh Mann, ist die Alte hart drauf. Was denkst du, wer du bist? Was? Oh oh. Finde ich das jetzt gut oder schlecht? Nein! Ah. Nein, verdammt. Alte, bist du annoying. Geh weg. Ah, ey. Wow. Nein! Wow, ja! Bam! Weg mit dir, weg mit dir! Huh. Ach, verdammte Hacke! Ja, haben wir das auch geschafft. Na, freuen sich zwei direkt erstmal. König. Ich verstehe. Der von der Traumranke Auserwählte ist so heldenhaft wie erwartet. Jedoch frage ich mich, wirst du hiermit umgehen? Wahre Schönheit bedeutet Kontrolle. Die Traumranke hat dich hierher geführt.
Doch ihre Blüte ist dein Verderben. Floralia, Dreamland und der gesamte Planet. Ihr alle sollt euch geehrt fühlen. Ihr werdet mir als Nahrung dienen, bis in alle Ewigkeit. Okay, anscheinend war das doch noch nicht das Ende. Nun gut. Welt 7, Dreamland auf ewig. Okay, dann schauen wir mal. Oh nein. Wie schwer ist das denn bitte schön? Wir müssen mit dem Gyrosensor arbeiten. Boah. Das ist ja mal so gar nicht meine Sache, ne? Boah. Boah. Weil mit dem Gyrosensor komme ich gar nicht klar. Das geht auch wirklich nur mit dem Gyrosensor. Okay, soweit so gut. Oh Mann. Oh wei, oh wei. Hoffentlich kriegen wir das gebacken, Leute. Also sorry, wenn ich gerade ein bisschen weniger rede, aber das ist für mich so richtig, ich muss mich da schon richtig heftig konzentrieren. Also das ist, wow. Also bis jetzt war das Spiel eigentlich total easy, aber jetzt ist es schon echt anspruchsvoll wieder. Okay, und ab dafür! Okay, jetzt wird's nochmal knackig. Oh, wei, wei, wei. Kannst du mir was geben? Jetzt ist die Frage, was nehme ich am besten, ne? Ich glaube, ich bleib bei dem. Ab dafür! Was? Ey, was geht denn jetzt ab? Okay, soweit so gut. Puh.
Das ist ein echt krasser Boss. Wie gut, dass wir den Kirby genommen haben. Also ich glaube, mit dem anderen wäre das ganz schön in die Hose gegangen. Vier von denen. Wie soll man das bitte schön ohne alles schaffen? Das ist unmöglich. Da können wir ja uns jetzt schon töten lassen. Okay, soweit so gut. Schade. Oh Mann. Boah, Feuer-Kirby gibt es auch noch nicht mal hier, ne? Nee. Nimm mir den. Nein! Obwohl doch. Ich weiß nicht. Blitz ist auch ganz gut. Ach, wir nehmen den Skarabäus, ein gutes. Okay, auf ein neues. Teil 1 schon mal gut da. Mal wieder. Okay. Wow. Okay, dann wären wir da schon mal so weit wieder angelangt. Oh Mann. Thank you.
Puh. Wir werden sterben. Erneut. Verarsch mich doch nicht. Ja, komm. Wow. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Puh, war das hart. Was? Oh nein. Jetzt gibt's Mega. Nein, tu das doch nicht. Na toll. Super Kirby! What? Alter, nein! Ich hab keinen Bock auf nochmal sowas. Was ist denn das los? Ja, hab es gefressen. Hä? Ach so. Ich kann mir schon denken, was. Ich bin ja mit dem Gyrosensor, ne? Ja. Oh Mann, alter Falter. Hier, werf zurück. Wow, das war aber haarscharf. Das soll gleich noch mit einer gehen, oder was? Nein! Don't do such things. Oh Mann, ey. Jawoll! Vorbei jetzt mit dir, würde ich sagen. Könnte ich jetzt einfach fressen?
Ich fress dein Kamehameha auf, Fräulein. Komm her und dich direkt mit. Was ist los mit dir? Dum dum dum. Boah. Und so wurde Floralia dank Kirbys heldenhaften Einsatz gerettet. Das Himmelsvolk hatte lange unter dem Joch der bösen Königin gelebt. In einem verletzten, verzweifelten Versuch entsandte es in Hoffnungsform eines Samens. Und Kirby, um den Held von Dreamland zu seiner Rettung zu rufen. König Dedede wurde für Kirby gehalten und von Tanzara entführt. Doch Floralia läge in Trümmern, wäre ihm diese Rolle nicht zugeschrieben. So hatte die Traumranke ihre ganzen eigenen magischen umgesetzt. Als es vorbei war, schaute Kirby in den Himmel. Und sah, dass die Traumranke voller Blüte stand. Sie erinnert nun an Floralia und das neue Wahrzeichen von Dreamland. Ja, meine Freunde, dann kommen wir zur Bewertung. Im Großen und Ganzen ist es ein sehr gutes Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Also, wenn Eltern nicht wissen, was sie ihren Kindern altersgerechtes holen sollen, kann ich jetzt höchstpersönlich Kirby empfehlen. Es macht viel Spaß, man hat lange was zu tun. Und ich sag mal, gerade für Kinder zum Anfang ist Kirby eine gute Alternative zu dem ständigen Mario-Spielen. Das Gameplay ist sehr einfach gestaltet. Es ist halt ein klassisches Jump'n'Run. Und die Endgegner sind nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Es gibt natürlich schwere Passagen, gar keine Frage. Aber dennoch ist es machbar. Die Storyline ist auch sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Ich meine, ich persönlich habe jetzt lange kein Kirby mehr gespielt. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, das hat mich halt wirklich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Und das ist einfach mal wieder schön, ein Videospiel zu spielen, was sich wie ein Videospiel anfühlt. Dass man selber sagen kann, man fühlt sich in die Kindheit zurückversetzt. Ja, was könnte man noch dazu sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Kirby, wenn es denn dann rauskommt auf der Wii U. Und hoffe, das wird genauso kolossal wie dieses. Meines Erachtens hätte dieses Spiel aber trotzdem ein bisschen was länger gehen können. Also, das heißt jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern ich habe gedacht, es wäre halt etwas schwieriger. Mag auch daran liegen, dass ich eventuell nicht alle Sonnensteine gesammelt habe. Aber, nun gut. Im Großen und Ganzen bekommt das Spiel von mir eine 8 von 10 Sternen. Und das ist für meine Bewertungsverhältnisse schon sehr viel. Also wie ich finde. Gerade dadurch, dass es ein Handheld-Game ist, hat es dann mich doch nochmal überrascht, dass es am Ende und am Anfang solche phänomenalen Cutscenes gab. Und ja,
kommen wir zum Gesamtfazit. Es ist einfach ein super Spiel, was man gespielt haben muss. Und dementsprechend, jeder, der es noch nicht hat, der sollte es sich kaufen. Es lohnt sich wirklich. Gut. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wir hören noch ein bisschen Musik. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst einfach einen Daumen hoch da oder ein Abo wäre auch nicht schlecht. Kommentare würde ich auf jeden Fall gerne lesen und kommentiert.